Wenn Santa Claus heuer vom Hochschwab aus durchs Lammingtal in unsere Region kommt, dann, ja dann wird er seine große Freude haben. Grund dafür sind zwei hell erleuchtete Häuser, die ihm den richtigen Weg weisen. Rund 26.000 Lampen sorgen für American Christmas in der Lammingfeld-Siedlung in Bruck. Dabei begonnen hat alles bei weitem nicht so romantisch. Der Baumax-Konkurs war Auslöser. Als der Abverkauf gestartet wurde, schlug Christoph Rebernick zu. Und seitdem wurde Jahr für Jahr dazugebaut. Mit einer Lichterkette hat es begonnen. Und über die Jahre hat es sich jetzt gesteigert und ist zum ersten Adventwochenende immer ein schönes Highlight, wenn wir die Lampe einschalten mit Glühwein und Maroni. Also ist ganz in Ordnung und dient der Nachbarschaftspflege. Ja, und die gute Nachbarschaft ist auch Grund für den fröhlichen Lichterwettbewerb in der Lammingfeld-Siedlung. Wenige Meter weiter wohnen die Familien Schweiger und Aster. Der Herr Nachbar ist eigentlich schuld, nicht? Der hat das Ganze begonnen, etwas zu pushen, indem er sein ganzes Haus ausgestattet hat. Nicht? Hat mir eigentlich noch gemeint, nachdem wir circa Bauweise vom Haus gleich haben, hängen wir auch noch ein bisschen mehr auf. Der Konkurrenzkampf hat es vielleicht auch doch ein bisschen gehalten, obwohl wir es nicht wollten. Ja, und jetzt, obwohl sie es nicht wollten, hat sich fast schon sowas wie ein Schautourismus entwickelt. Beinahe jeden Abend kann man Schaulustige vor den Häusern beobachten. Es hat sich eigentlich die letzten zwei Jahre hat sich das so etabliert, dass eigentlich täglich Besucher kommen und sich vor das Haus stellen. Ist recht relativ spannend, wenn man immer wieder Blitzlichter vor dem Haus sieht. Und irgendwann kommt man dann drauf, okay, das spricht sich ganz schön herum. Auch aus dem Mürztal mittlerweile kommen Leute, sich das Haus anzuschauen. Und für alle, die sich jetzt um die Stromrechnung sorgen, die Lampen und Figuren sind am neuesten Stand der Technik. Na, der große Vorteil ist das, dass die Brucker Stadtwerke jetzt keine Jubelschreie von sich geben muss. Es sind alles LED-Lampen und diese LED-Lampen brauchen praktisch fast keinen Strom. Ich will nicht sagen keinen Strom, aber fast keinen Strom. Also es macht sich in der Stromrechnung absolut nicht bemerkbar. Na dann bleibt ja vielleicht noch was im Börserl. Einerseits für den Geschenkeregen am Heiligen Abend und andererseits für die kommenden Jahre, damit die Lichter in der Lammingfeld-Siedlung auch zukünftig Santa Claus den Weg weisen.